Jo, hallo, mein Name ist Lerbinator und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Und zwar nenne ich diese heutige Folge Hashtag GERING, weil gestern das Fußballspiel Deutschland-England war, bei dem zum Glück ja nichts passiert ist, keine Terroranschläge oder sowas. Da ist man ja heutzutage schon mal froh drüber. Und da habe ich mich gestern mal ein bisschen auf Twitter umgeguckt. Oh, nur zur Info, das Spiel hat 2 zu 3 aus Sicht der Deutschen geendet. Damit ihr Bescheid wisst, werdet ihr jetzt gerade gespoilert. Und zwar habe ich dann mal hier ein paar lustige Tweets dazu rausgesucht. Und ja, dann bin ich mal mit dem ersten. Und der erste kommt von der Bayern-Blog. Ich blende euch die Tweets ja auch ein. Ich war beim 4-4 gegen Schweden im Stadion. Ich war bei der Niederlage in Polen im Stadion. Ich war heute im Stadion. Hashtag GR-Engel. Hashtag Lauf. Ja. Dazu gibt es, glaube ich, keins mehr, fast gar nichts mehr zu sagen. Dann schreibt ein anderer User, von dem ich den Namen leider gerade bei meinem Screenshot nicht sehe. Und der schreibt dazu, der Schuldige ist gefunden. Jetzt wissen wir es alle. So, dann komme ich zum nächsten Tweet. Und zwar ist das von Gary Lineker. Der hat gesagt, ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Und der hat jetzt das Ganze auf Englisch und hat geschrieben: Football is a simple game where 22 players kick a ball around for 90 minutes. And at the end, Germany give away a 2-goal lead. Alles klar. Ich glaube, dazu gibt es nichts mehr zu sagen. So, dann der nächste Tweet von Hertha BSC, also dem offiziellen Account von Hertha. Und da kommt: Zum Glück hat Berlin mehr zu bieten als Germany, GR, England. Ich sag am besten Germany, England immer. Und dann: Zum Glück hat Berlin mehr zu bieten als Germany, England. Daher gute Nacht. Oder wie der Berliner sagt: Berliner um diese Uhrzeit sagt auf den Samstag morgen. So, nächster Tweet schon und. Und zwar kommt der von der Julian und der schreibt: Es tut mir leid. Aber ich muss es einfach loswerden. Und dafür haben wir 9 Bundesligaspiele verpasst. Ja, da hat er wohl recht. Ich glaube, ich habe leicht übersteuert. Ja. Also, 9 Bundesligaspiele, wenn man sich mal überlegt. Wären 9 Spiele gewesen, in denen Interessanteres als das hätte passieren können. Wir haben verloren. Die Deutschen haben verloren. Aber, naja, ist jetzt eine Negativserie. Ist halt auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich den Tweet noch bei habe. Muss ich vielleicht am Ende einfach dranhängen. Ja, so nächster Tweet. Und zwar, ach, hier ist er. Und zwar von Jedi-Ben-Kenobi, definitiv. Der hat bestimmt viel Ahnung von Fußball. Und dann, gerade nachgeschaut. Deutschland hat noch nie gewonnen, wenn sie weniger Tore geschossen haben als der Gegner. Schon traurig. Und dann, hier darunter ist auch noch einer von Nina Z. Und zwar steht da, vielleicht sind die 3 Tore auch die Strafe für den unsäglichen und künstlichen 3-Worte-Slogan Vive la Mannschaft. Ja, der ist wirklich ziemlich komisch und so. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, das war nach dem Spiel, 80 Meter vom Olympiastadion, ZDF-Zelt, der Bundestrainer lässt sich fahren. Definitiv sportlicher Löw, würde ich dazu mal sagen. Und jetzt hier, also sind noch ein paar darunter und zwar, also der kam gerade von Mick Seel, jetzt kommt einer von allem Ebbers. Jogi Löw steigt gerade ins Auto, ist ja nicht weit zu uns, etwa 80 Meter. Sven Voss im ZDF Sportstudio. Dann jetzt von André Schubert, ich weiß nicht, ob es der Original, ja, auf jeden Fall. Der Freundin von Max Kruse sind beim dritten Tor für die Engländer gerade die Geldscheine und Koksbeutel aus dem Hintern gefallen. Alles klar. So, dann kommen wir zum nächsten Tweet und zwar kommt der von Effenberg, nennt sich der Account, aber hat total die komische Nummernfolge MR16081977. Mit dem Emre Can-Verkauf hat unsere Vereinsführung mal wieder alles richtig gemacht. Beweis: Heute endgültig geliefert. Ja gut, der war eigentlich nicht so interessant. Dann komme ich aber mal zum nächsten. Ich guck mal, ob sie. Ach so, ich weiß nicht wer, aber irgendein Twitter-Nutzer meinte vor dem Spiel, wir werden uns 90 Minuten über Schaden aufregen. Glückwunsch an dich. So war es. So, und dann jetzt ein
Naja, Wahlspruch für die AfD habe ich auch auf Twitter gefunden, und zwar: Nicht singen bei der Hymne, gleich Pass wegnehmen und ausbürgern. Tschüss. Hashtag GER eng. Hashtag Vive la Mannschaft. Und dieser Tweet kam wieder von Effenberg mit dem Nutzernamen auf Twitter: MR16081977. Dann ein etwas, naja, lustiger, nicht wirklich, aber fährt der Hashtag der Yogi auch morgens in dem Auto zum Klo? Hashtag Germany England, Hashtag Sportstudio. Und zwar kam der Tweet von Olli Hein, unterstrich Hein, ja. So, dann jetzt einer von Sozi Marvin, und zwar: Dann wurde das Spiel irgendwie immer größer. Yogi, lass die Drogen weg! Kann man dazu wirklich einfach nur sagen, weil damit hat er definitiv recht. So, dann kommen wir schon zum nächsten Tweet, wenn das nicht alle war. Das war noch nicht alle. Ich gucke hier gerade meine Tweets auf dem Handy durch. So, dann habe ich hier von Canels Abel oder auch Tom auf Twitter genannt anscheinend. Der hat einiges getweetet, und zwar: It's coming home, it's coming home, it's coming home. Football's coming home, it's coming home. Nur zur Info, das war mal, also ich weiß, soweit ich das weiß, ist ein Lied der Engländer, so nach dem Motto: Fußball kommt nach Hause, Fußball kommt ins Mutterland des Fußballs zurück. England wird im Fußballjargon auch Mutterland des Fußballs genannt. Nur zur Information, wer das nicht weiß. So, jo, dann nächster Tweet, und zwar: Ab dem 2:0 war das Spiel der deutschen Mannschaft noch schlechter als das Bier im Stadion. Von Uso WTF. Schickes Profilbild hast du auf jeden Fall. Dann habe ich aber hier nochmal einen, und zwar direkt darunter wieder von Allem Ebbes, und der schreibt: ZDF-Reporter, war aber nur ein Testspiel. Für das der Zuschauer viel Geld auf den Tisch legt. Das wohl war, ich habe gehört, es soll eine Karte, soweit ich das jetzt richtig mitbekomme, 51 Euro für eine Karte mit Sichtbehinderung und im Olympiastadion, weiß ja nicht, ob da ein Pfeiler vor dir steht oder so ein Türmchen mit einem Kamera. Naja, braucht man jetzt nicht wirklich, aber naja, ist halt nicht schön, aber und ist halt so, kostet zu so viel. Kann man nicht ändern. So, dann habe ich das nächste. Und zwar von Felix Otiambo und auf Twitter Felix Yadugo. Und zwar: Never seen a friendly result celebrated this much. Second only to 1966. England, relax. Also da muss ich ihm wirklich mal recht geben, weil, also auf Twitter, ihr glaubt nicht, wie krass es ausgeartet ist, beziehungsweise ausgerastet. Und zwar hat man da die ganzen, ich sag jetzt mal, Engländer auf Twitter, die sind da ausgerastet, als ob die den WM-Titel gewonnen hätten. Und naja, und Vardy wurde für sein Tor ziemlich gefeiert. Ich habe es im Nachhinein dann nochmal ja, als Wiederholung gesehen. Ich guck mal kurz, wie viele Tweets ich hier noch habe. Oh, ich habe doch noch eine. Und Vardy wurde für sein Tor, ich glaube, zum zweiten Mal ziemlich gefeiert. Aber ich habe es mir mal im Nachhinein angeguckt und fand eigentlich, dass es relativ unspektakulär war. So, dann kommen wir zum nächsten. Dann habe ich hier noch eine wunderschöne Übersetzung von Bing, und zwar von also ein Tweet von Bild Sport. Ich lese und euch den jetzt mal auf Deutsch vor. Nochmal Fakt: Der Mann ist nicht zu stoppen. Jamie Vardy trifft und wie mit der Hacke. Traumtor 2:2. So, die Übersetzung von Bing ins Englische. Traumhaft dafür. Let's fuck. The man is unstoppable. Jamie Vardy meets and how with a hoe. Dreamgate 2:2. Ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Wer ein bisschen übersetzen kann, wird den Fehler beim Übersetzen merken. Ich glaube, dazu wurde dann kommentiert, so nach dem Motto: Maschinen können doch noch nicht ganz alles. So, nächster Tweet. Und zwar ein englischer Keeper, der sich bei einem Torwartfehler auch noch verletzt. Zu viel Klischee. Damit hat Markus Blumenberg wohl recht, weil, naja, englische Torwärter und Fußball und Bälle und so ist nicht ganz so der manchmal. So, und dann habe ich hier noch ein Bild. Ich weiß nicht, ob das Originalbild ist. Und zwar ist das: This is a bit unfortunate. Oh, egal, ich kann es gerade nicht voll, ich bin so dumm dazu. Auf jeden Fall sehen wir Yogi Löw in einer Pose
nicht der AfD sicherlich bekannt ist, aber das mal nur so am Rande. Immer schön die Flossen heben. Nein, der wollte wahrscheinlich einfach nur was anzeigen und da hat ein Reporter ein Fotograf fotografiert und naja, die Pose ist jetzt nicht ganz so vorteilhaft, würde ich mal sagen. Oh, der Tweet ist auch vom 22.09.15, sehe ich gerade, aber egal. Und zwar, vorm Spiel kam, diese Kindereskorten lassen die Spiele immer wie eine lange Reihe alleinerziehender Väter aussehen. Von Nils Ruf getweetet. Ja, so, nächster Tweet. Und zwar von Matthias Buhn-Kino. Und zwar hat der zu dem Sieg der Engländer geschrieben, wenn die jetzt noch Elfmeter lernen, könnte das was werden in Frankreich. Weil wer in der Fußballwelt ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass englische Mannschaften immer dafür versagt ist, beziehungsweise die englische, dass die im Elfmeterschießen so ihre Problemchen haben, ne? So, und ich glaube, ja, das war's auch. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.